Bei der Zubereitungsart für die Spare Ribs habe ich mich für die Low and Slow Methode entschieden. Das heißt, eine geringe Temperatur, dafür eine lange Garzeit. Das Ganze mit einem feinen Apfelrauch, das ergibt einen süßlichen Geschmack. Eingeregelt wird der Grill auf 120 Grad. Die Holzchips müssen unbedingt gewässert werden, mindestens eine halbe Stunde. Ansonsten würden die auf den heißen Briketts Feuer fangen. Das wollen wir nicht, wir wollen ja den Rauch.